Ich hab sogar tatsächlich überlegt, ob ich mir irgendwas BVB-mäßiges, weißt du, so unter das Trikot vielleicht mein Dortmund-Trikot noch anziehe oder eine Fahne im Stutzen verstecken oder so. Aber ich weiß auch nicht, ob ich dann komplett viral gehen will, wenn ich mir da komplett verscherze, weil ich weiß, wie schnell es da auch mal geht mit Morddrohungen und so eine Scheiße. Das Ja, geht ja, sehr. ja, ja. Ich hab so Bock, Baby. Dein Tag. Geil, dass ihr euch hier verlaufen habt. Ja, Mann. Dann sind wir jetzt auch schon ready eigentlich für unseren nächsten Top-Star. Ein Spieler, der spielt in der zweiten Bundesliga, weil sie last second aufgestiegen sind. Aus der dritten. Pro-Club-Star bei FIFA. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Kapitän. Von wen? Wiesbaden? Das hättest du noch reinkommen können. Ex-Mitspieler von Sydney Fried. Ist es so? Welcome, welcome an den Pre. Sascha Mockenhaupt. Welcome. Super Anmoderation. Hätte ich mir fast schöner nicht träumen lassen können. Wie geht's dir? Hey, jetzt nach der Niederlage gestern natürlich weniger geil als letzte Woche, aber immer noch nicht so verkehrt. Ja, man muss ja sagen, direkt schon mal, ihr seid ja schon sehr, sehr crispy gut in diese Liga reingestartet. Ne? Also ich habe das Gefühl gehabt, zweite oder dritte Liga war für euch gerade nicht mal so ein großer Unterschied. So, ihr habt schon echt stark, vor allem kompakt, wie kompakt Wiesbaden steht, ist erschreckend. Haben wir am eigenen Leib gespürt. Ja. Ich hatte die leichte Hoffnung, ihr ladet mich nach dem Hertha-Spiel ein. Ich wäre so geil reingesteppt mit so einem Ha, ho, he, alles tut so weh. Aber das habt ihr mir ja nicht vergönnt. Was kriegst du jetzt für Gefühle, wenn du ihn im Hertha-Trainingsshirt siehst? Wie war das Spiel für dich so, danach so in Berlin zu gewinnen? Erstes Heimspiel von Hertha, direkt mal gezeigt, dass es auf die Fresse ging. Da können wir schon mal ruhig reindeifen, ja? Okay. Also ich habe wenig geilere Spiele gehabt, natürlich. Mein aufs Feld führen, dann noch in so einem Stadion vor so einer Kulisse, dann noch einen Gegner, der natürlich auf dem Papier eigentlich übermächtig erscheint, dann noch ein Last-Minute-Treffer und so, also es wird lange hängen bleiben. Mit der Chat Jackson, ist das ein geisteskranker Nachtritt? Ja, ja, ey, aber haben wir, ist doch okay, haben wir, das Ding ist auch noch, dass sie ja nicht nur uns genau diese Rückhandschelle gegeben haben, sondern diese Rückhandschelle haben auch unsere Freunde aus Karlsruhe bekommen, mit einem auch 1-0-Treffer. Und ihr könnt auch, entweder schießt ihr keine Tore gefühlt oder Traumtore, oder? Ja, also momentan haben wir uns darauf fokussiert, dass alle nach hinten laufen müssen. Das funktioniert ganz gut. Und vorne haben wir dann immer wieder mal ein, zwei Momente. Also nach vorne darf es gerne noch besser und strukturierter werden. Nach hinten darf es gerne so bleiben. Mal ausgenommen von dem Spiel gestern, aber das fing auch schon wild an mit Karten um sich werfen wie sonst was. Es waren viele Karten in dem Spiel. Viele Karten. Gülen direkt mit euer Ex-Spieler. Das war ja auch wieder Treffen mit dem Bre, ne? Da war wahrscheinlich vor dem Spiel erstmal so ein bisschen so, ey, schön, dass wir uns sehen und so. Direkt am Anfang kommst du diese rote Karte rein. Ah ja, wenn Anpfiff ist, Digga, dann gibt es keine Freundschaft mehr. Das ist halt so. Danach kannst du wieder die Hand schütteln. Du kannst es bestätigen, aber auf dem Platz, da geht es darum, das Team zum Sieg zu führen, ne? Naja, der hat vorher auch schon einen Spruch von mir bekommen. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Intention vom Schiri da war. Da war irgendwie kein Gift im Spiel. Es war kein Derby, das war keine aufgeheizte Stimmung. Er hat direkt am Anfang so eine gelbe Karte für ein Allerweltsfoul gegeben und danach war die Messlatte so niedrig. Da war er fast gezwungen, weiter um sich zu werfen. Also keine Ahnung, ich habe großen Respekt vor Schiedsrichtern. Ne? Die haben einen absolut schwierigen Job und wenn sie keiner hasst, dann haben sie es gut gemacht, aber eigentlich werden sie immer von irgendeiner Seite beleidigt. Von daher halte ich mich da immer zurück, aber das gestern, da hatte sich kein Gefallen mitgetan. Du bist ja der Kapitän der Mannschaft. Du warst gestern auch Kapitän, glaube ich, aber es ging früh raus, wegen der roten Karte auch, glaube ich, dann am Ende, ne? Also wir hatten in der Halbzeit eine taktische Idee, die mich dann leider getroffen hat, weil wir das Spiel gerne gewinnen wollten. War für mich in dem Moment natürlich bitter, vor allen Dingen, wenn es dann nicht funktioniert, bin ich natürlich schon angepisst auf der Bank. Ich will eigentlich immer spielen und meiner Mannschaft helfen. Es war schon echt kacke für mich, aber also die Idee dahinter habe ich verstanden, dass sie nicht aufgegangen ist, ist natürlich blöd, aber
Ja, ich glaube, das war der ist ja von Bayern ausgeliehen, der ist ja auch wirklich am, wenn man den dribbeln sieht, dann ist das auch echt eine Maschine. Von wem redest du jetzt? Donjon Lee. Okay, ja. Ne? Donjon Lee, ich weiß nicht, ob ich. Ja, Zehner oder so. Oder Flügelspieler, ne? Deine Verbindung war gerade weg, sag mal bitte nochmal, was meinst du? Die haben den Körperschwerpunkt einfach unterm Knöchel, diese ja. Asiaten. Crazy. Völlig. Wirklich? Die sind teilweise wie ohne Scheiß wie ein Fidget Spinner. Ich musste erstmal lernen, dass der, also normalerweise ist ja so, du siehst hinter dem Gegenspieler so irgendeinen riesen Typen, der den zerfleischen will, und eigentlich spielst du ihn dann ja nicht an. Ja. Und bei ist es aber so, wenn du das siehst, spiel ihn auf jeden Fall an. Weil genau das ist die Situation, die er kann, so sich dann da rumzudrehen oder rauszudrehen. Das ist genau seine Stärke. Ja, es ist schon, Er hat auch das Tor gegen Karlsruhe geschossen. Ne? Er hat das Tor gegen Karlsruhe, ja. Aber er hat auch gestern in der 40. Minute die Gelb-Rote bekommen, weil er eine Schwalbe gemacht hat. Weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also, ich weiß nicht mal, wofür er die erste gelbe Karte bekommen hat. War es für die erste war die Schwalbe und die zweite war dann Tribuzin in der Nürnberg-Hälfte. In der Nürnberg-Hälfte noch? Boah. Ja, wie gesagt, ich muss den Respekt vor Schiedsrichtern verwahren, sonst werde ich ausfallen. Aber wie gesagt, der Linie entsprechend war es korrekt, dass er ihm da die gelbe gibt. Normalerweise wäre es keine gewesen. Absolut dämlich natürlich, aber ich werde einen Teufel tun, auf so einen jungen Spieler, der seine ersten Zweitligaspiele macht, irgendwie drauf zu hauen. Natürlich. Definitiv dümmere Platzverweise bekommen. Für uns natürlich absolut ärgerlich, aber dem Jungen mache ich da keinen Vorwurf. Die sind sowieso immer super, Asiaten sowieso immer super freundlich. Von daher, der grinst mich sowieso an. Selbst wenn ich den anscheißen würde, wird er mich wahrscheinlich angreifen. Ey, ich meine, ihr seid ja nichtsdestotrotz, nachdem ihr jetzt verloren habt, trotzdem so grandios in die zweite Liga gestartet. War das denn so irgendwie auch euer Ziel? Dachte ihr, ja, wir können das schaffen? Oder hat es euch so ganz ehrlich ein bisschen auch selbst überrascht, dass ihr jetzt so gut mit am Start seid? Also überrascht hat es mich nicht, weil es ist eigentlich immer so, die Mannschaften, die aus der dritten Liga hochkommen, die aus einer guten Defensive kommen, die haben es meistens leichter. Das war letztes Jahr mit Kaiserslautern zum Beispiel auch der Fall. Ja. Und Mannschaften, die halt selber das Spiel dominiert haben, die haben halt jetzt Probleme, das Spiel genauso zu dominieren. Das siehst du jetzt bei Elversberg zum Beispiel. Von daher hatte ich schon die Hoffnung, dass wir uns da leichter tun. Vor allen Dingen muss man auch überlegen, wenn du dir die Tabelle und den Spielplan anguckst, dann ist Wiesbaden die Mannschaft, wo keiner Bock hat, gegen zu spielen. Ja. Und das wollten wir natürlich ausspielen, das wollen wir natürlich auch weiterhin befeuern. Mir ist am liebsten, nach der Saison sagt jeder, boah Junge, diese Drecksmannschaft aus Wiesbaden, das hat überhaupt keinen Bock gemacht, dann haben wir unser Ziel wahrscheinlich erreicht. Also genau das dachte ich mir tatsächlich, als das Spiel vorbeigegangen ist, Alter. Genau so. Und dann habe ich eure 20 Fans, die angereist sind in dieser 7000 Stunden. Aber Ehrenmänner, wirklich. Natürlich. Und dann denke ich mir, ihr fahrt schon wieder glücklich nach Hause jetzt, Alter. Ich fahre nach Gelsenkirchen, ich fahre überall hin, Digga. Ich fahre mit größter Trauer nach Hause. Und die kommen hier nach Berlin, die machen wahrscheinlich ganz Wochenende hier, ziehen sich da irgendwie irgendwelche geilen Sachen rein. Später ist Afterparty, ne? Ja. Der Döner in Berlin hat echt super geschmeckt. Ja, Digga, aber wären wir doch genauso, wenn wir aus Wiesbaden unten kommen. Weißt du, was das für ein Weg ist, als ob ich auch nur für einen Tag in Berlin bleiben würde? Natürlich. Wie ist es bei euch, wenn ihr jetzt nach Berlin fahrt, für so einen weiten Weg, fahrt ihr direkt abends noch oder seid ihr Teamhotel eine Nacht? Fliegt auch, oder nicht? Ja, wir sind hin, sind wir geflogen. Und die Rückfahrt war dann mit dem Bus. Es hätte eine sehr böse Busfahrt sein können, wenn man da natürlich das Spiel verliert und kriegt da 5-0 auf den Arsch. Dann ist so eine Rückfahrt mit dem Bus aus Berlin absolut schmerzhaft. So ist das dann natürlich ein halber Partybus. Da macht es schon wieder Bock, dann ist es geil, Bus zu fahren. Aber ja, es kommt immer auf die Distanz an, so ob Fliegen oder Bus. Mir ist es eigentlich egal, wir reisen eigentlich immer einen Tag vorher an, aber egal wie spät das Spiel ist, am selben Tag noch nach Hause, damit man so den Tag danach eigentlich zu Hause hat. Habt ihr so nach dem Spiel immer den Tag danach frei, so, oder kommt es drauf an, ob ihr gewinnt oder verliert? Ja, weniger auf das Ergebnis, sondern mehr, wann das Spiel danach ist. Also wenn wir haben jetzt Sonntag gespielt und spielen dann Samstag, dann ist der Montag halt direkt frei. Wenn wir jetzt Samstag spielen, ist meistens der Sonntag noch Training und der Montag dann frei. Es hängt eigentlich immer davon ab. So, der Trainer ist zum Glück niemand, der nach Niederlagen mal spontan das Ding umwirft. Ja. Das hatte ich auch schon. Da machst du dir die geilsten Pläne und dann spielst du ein Spiel mal scheiße und dann kannst du nach Hause, bist sowieso schon geknickt, kannst dann so mit gesenktem Kopf zur Frau gehen und sagen, ja Schatz, morgen das mit Wellness und so und Frühstücken. Wir haben jetzt dann doch Training. Das ist natürlich ganz
Aber unser Trainer ist eher andersrum, dass wenn es gut läuft, dann kommt eher nochmal einen Tag zusätzlich dazu. Oh, schmeckt, schmeckt. Habt ihr euch aber auch bisher, fightet ihr euch da durch, verdient ihr euch die Dinger? Mal schauen, wie es noch im Laufe der Saison ist. Ich meine, es ist eine ultra lange Saison noch. Ihr spielt gegen einen Traditionsverein nach dem anderen. Jetzt geht es, glaube ich, auf am Samstag. Geht es für euch nach Schalke oder kommen die zu euch? Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Die kommen zu euch nach Wiesbaden. Also, ja. Die Bresen. Bitte gib alles. Gib alles. Hey, also, falls ihr meine sozialen Medien nicht verfolgt habt, ich bin natürlich glühender Dortmund-Fan. Also, ich halte wenig von diesen Parolen. Wir müssen mehr als 100% geben. Aber es könnte sein, dass am Samstag jemand aufläuft, der so 105, 110 im Tank hat. Geil. Kann ich mir auch diese Kabinenansprache, so, wenn du so Fan bist, so ein Team. Jungs, die hasse ich besonders. Wir müssen heute alles geben. Du machst ja bestimmt die Ansprache in der Kabine als Kapitän, oder? Also die vorm Spiel direkt, ja, die, also in der Kabine natürlich der Trainer noch, aber das direkt vorm Spiel, wo man nochmal einen Kreis macht und so, das mache ich, ja. Naja, dann kannst du nochmal gut anheizen, nochmal schön. Ja, ich weiß nicht, ich darf auch nicht zu persönlich werden, weil ich habe ja nichts gegen. Im Kreis ist alles erlaubt, da hört es doch keiner. Ich habe mit Marius Müller und Sebastian Polter auch zwei Jungs da, die ich persönlich gut kenne und auch schätze. Boah, das Trikot auf der Brust müsste nicht unbedingt sein. Ich habe natürlich auch schon drüber gesponnen, was ist, wenn ich da wirklich gewinnen sollte. Mein bester Kumpel zum Beispiel, der ist auch Patenonkel von meinem Sohn, der ist absoluter Schalker. Boah, schmeckt nicht. Könnte, sag ihn, er kriegt kein Trikot. Sag ihn, es gibt kein Trikot für ihn heute. Also einen Trikottausch werde ich auf jeden Fall mal auf gar keinen Fall machen. Ich habe sogar tatsächlich überlegt, ob ich mir irgendwas BVB-mäßiges, weißt du, so unter das Trikot vielleicht mein Dortmund-Trikot noch anziehe oder eine Fahne im Stutzen verstecken oder so. Aber ich weiß auch nicht, ob ich dann komplett viral gehen will, wenn ich mir da komplett verscherze, weil ich weiß, wie schnell es da auch mal geht mit Morddrohungen und so eine Scheiße. Das ja, geht. Ja. Und falls ihr dann noch verlieren solltet, dann kannst du dich sowieso auf was gefasst machen. Dann also. Dann catchst du nur noch Els, Digga. Das nicht Warte so lieber aufs Rückspiel. Ich versuche, ein Mittelding zu finden. Sollte ich natürlich im Rückspiel auf Schalke gewinnen und sollte auch noch ein Tor schießen. Ich weiß nicht, dann könnte es sein, dass es das erste Mal ist, dass ein Spieler nackt übers Feld läuft. Also, das wäre natürlich für mich eine absolute Endstufe. Geil, hey, also man merkt auf jeden Fall schon, du hast Bock drauf, du bist richtig heiß. Ist es denn auch so in der Mannschaft so an sich, seid ihr da auch so locker, seid ihr alle heiß, weil ihr seid ja jetzt wirklich auch gut reingestartet, ist es da wirklich so, dass ihr jetzt auch in jedes Spiel geht und euch gegenseitig so hochpusht und das eine geile Stimmung ist, dass ihr euch alle gut versteht? Oder wie kann man sich das so vorstellen? Ich meine, ihr seid ja jetzt auch aus der dritten hochgekommen. Da ist ja, wie gesagt, ein anderes Level schon. Und du hast ja auch gesagt, wenn man hochkommt aus einer guten Defensive, dann hat man schon vielleicht bessere Chancen. Aber wie ist so da die Stimmung? Wie kann man sich beim Aufsteiger vorstellen? So, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Hertha ist, als Absteiger so, wie da die Stimmung ist. Ist, glaube ich, wieder ein bisschen besser geworden. Aber wie ist es bei euch? Wir hatten natürlich eine hohe Fluktuation im Kader. Also bei uns sind extrem viele Spieler gegangen und dann auch neu gekommen. Wir sind auch brutal international geworden. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene, aber ich glaube, wir haben ungefähr die Hälfte des Kaders, die eigentlich Ausländer sind. Deswegen muss man denen immer so ein bisschen die Besonderheit der Gegner noch erzählen. Ja. Wir haben natürlich versucht, so die positive Grundstimmung im Verein natürlich mitzunehmen. Aber wenn du direkt geil reinstartest und so diesen positiven Vibe mitnimmst, weil die merkst du natürlich im Stadion, weil mehr Zuschauer da sind. Wir haben fast dreimal so viele Zuschauer. Ja. Das merkst du bei den Mitarbeitern, das merkst du beim Präsidenten, beim Sportdirektor, beim Trainer selber. Das musst du einfach transportieren, weil das sind einfach ein paar Prozent, die dir vielleicht auf dem Gehaltszettel fehlen. Das nimmst du einfach mit oder die positiven Dinger. Du wärst ja blöd, wenn du es nicht machst, aber gleichermaßen ist uns auch klar, nur mit geiler Stimmung und gegenseitig hochpeitschen funktioniert es nicht. Also das muss für uns die Basis sein und darüber hinaus müssen wir Fußball spielen. Ich glaube, das hat man in den Spielen aber auch gesehen. Es ist ja nicht so, als hätten wir die Spiele irgendwie gewonnen, sondern wir haben teilweise auch gute Ballstaffetten dabei gehabt. Wir hatten auch immer einen ausgeglichenen Ballbesitz. Also das war nicht so, als hätten wir einfach gemauert und hätten irgendwie auf den lieben Gott gehofft. Sondern machen wir vieles richtig. Es ist absolut noch nicht perfekt und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, vor allen Dingen im Spiel mit dem Ball nach vorne. Aber so insgesamt, wie ihr schon sagt, ist das für uns schon ein Traumstart. Vor allen Dingen, weil wir letztes Mal, als wir aufgestiegen sind, hatten wir nach 7 Spielen einen Punkt. Also da ist mir der Saisonstart jetzt auf jeden Fall lieber. Letztes Mal, als ihr aufgestiegen seid, wohin? Von wo nach wo? Von der dritten in die zweite auch?
Ja, also Wahnsinn. Da bin ich der Letzte, der noch über ist. Ich bin der einzige Spieler, der jetzt zweimal dann aufgestiegen ist und jetzt auch zweite Liga spielt. Das habe ich gar nicht gehört. Wann ist Wiesbaden das erste Mal in die zweite Liga aufgestiegen? Wann war das? 17. Aha, ach krass. Du bist ja 16, 17 von Lautern dahin, oder? Warte mal, oder war, nee, warte mal, 19 war, oder was, 19? Oder ich bin jetzt schon so lange da, es ist meine 7. Saison jetzt. Ja, ja, ja. Wir sind auf jeden Fall zweimal aufgestiegen, also jetzt das und davor sind wir schon mal aufgestiegen. Ah, krass. Und da war es aber dann der Direktabstieg wieder? Ich frage jetzt einmal, weil genau, ja, ja, da sind wir direkt wieder runter. Okay, geil. Dann hattet ihr, dann hattest du jetzt, du warst, und du bist der einzige Überbleibsel von dieser Zeit, die aufgestiegen ist und wieder, krass. Ja, sehr stark, ey. Du hast ja auch, ich habe bei dir in der Story einmal gesehen, du hattest irgendwie in so Schnee reingekritzelt, so Aufstieg oder so. Ja, ja, ich habe das hier beschworen ohne Ende. Ich meine, damals, als wir aus der zweiten Liga abgestiegen sind, da habe ich auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Da hätte ich auch in der zweiten Liga bleiben können. Also es gab schon Interessenten, weil meine persönliche Saison jetzt nicht so verkehrt war. Habe dann aber meinen Vertrag in Wiesbaden langfristig verlängert, weil ich immer wollte, so ich wollte irgendwie bei einem Verein was Besonderes erreichen, wo ich so nach der Karriere draufschauen kann und sagen kann, geil, ich habe in dem Verein was geleistet, so die Leute erinnern sich an mich. Das war mir immer lieber als so dem Ruf des Geldes oder so die bestmögliche Station mitzunehmen. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, Jungs, hier wird jetzt Gas gegeben, so, weil ich will auf dem Drittliga-Vertrag nicht sitzen bleiben. Ich habe einen Vertrag, der erfolgsorientiert ist, unterschrieben. Stark. Und wir geben jetzt hier Gas. Ich habe auch damals ja auch meine Haare wachsen lassen, habe gesagt, ich lasse die so lange wachsen, bis wir aufsteigen. Deswegen wurde ich da beim Relegationsrückspiel ja sofort auch die Glatze rasieren. Ja, ja, ja. Aber im Winter das Bild drauf gehabt, dass wir da, dass ich da schon den Aufstieg beschworen habe. Also ich habe schon extrem viel investiert, bin auch ein hohes Risiko gegangen, aber bin natürlich jetzt umso glücklicher, dass das alles aufgegangen ist. Schön aber. Schöne Story, muss man wirklich sagen. Mega, da spürt man noch so ein bisschen so die Liebe, sag ich mal, auch zum Sport und auch zu den Emotionen, finde ich so, dass man nicht sagt, so, yo, ich gehe jetzt vielleicht ein bisschen mehr dem Geld hinterher, was ja momentan auch sehr im Trend liegt mit den ganzen Saudis und so weiter, sondern dass noch irgendwie diese Romantik da ist, so, ey, der ist da geblieben und der hat es auch wieder geschafft, sein Team da hochzuführen, dann noch als Kapitän. Das ist wirklich. Ist eine Story wirklich. Und ich meine, du bist ja jetzt auch keiner, der sich irgendwie dahinter versteckt. Du machst ja auch viel auf Social Media und so. Du spielst ja auch gerne FIFA. Ich meine, du bist ja jetzt auch schon wirklich verdammt lange dabei mit Pro Clubs, oder? Ich dachte gerade, du wolltest sagen, du bist ja auch schon verdammt alt. Ich hab kurz gewartet, aber ich muss sagen, langsam hier an der Seite wird es auch grau. So. Ach, aber steht hier mit dem Grau. Es ist, also keine Ahnung. Frauenwelt hat das mir noch nicht negativ ausgelegt, obwohl ich natürlich nicht mehr interessiert bin, weil ich auch zwei Kinder habe. Ich habe da nie einen Hehl draus gemacht. So. Ich kann aber auch jeden verstehen, das muss man auch mal sagen an der Stelle, ich kann auch jeden verstehen, der nach Saudi-Arabien geht, weil das eine unverschämte Geldsumme ist. Aber das ist einfach, also ich habe kein Verständnis für Leute, die sowieso 10 Millionen verdienen und gehen dann für 15 hin oder Leute, die 22 sind und am Anfang ihrer Karriere stehen. Da tue ich mich schwer mit, aber so allgemein ab einer bestimmten Summe sage ich euch auch jetzt, was ich dann vielleicht innerhalb von einem Jahr meiner ganzen Familie für den Rest des Lebens für ein Leben ermöglichen kann und so. Da muss man immer vorsichtig sein, da mit dem Moralschwert so um sich zu schlagen. Das natürlich. Sind immer so ganz persönliche Dinge. Da muss man auch den Hintergrund von dem Spieler kennen und so. Da, ich weiß, dass die Medien sich da gerne draufstürzen und das kann ich auch verstehen, weil es größtenteils natürlich auch einfach ein geldbewegter Grund ist. Aber da sind auch einzelne Sachen dabei. Ich glaube, Koulibaly hat das, glaube ich, auch gesagt, der jetzt gefühlt sein ganzes Dorf zu Hause davon ernährt und da eine ganze Stadt aufbaut und so. Das sind halt Sachen, da muss man überlegen. So. Ja, dann wäre es dann auch dumm, teilweise Nein zu sagen. Aber ich kann natürlich auch den Fußball-Endkonsumenten natürlich verstehen. Weil keiner guckt sich natürlich jetzt freiwillig die Liga an. Ich kenne keinen, der jetzt sagt, ey, ich schaue jetzt Saudi-League so. Es ist einfach nicht so, dass man da irgendwie eine Verbindung zu hat, dass man sagt, ey, ich schaue jetzt wegen Neymar Saudi-League. Ja, das Ding ist, du verlierst halt die ganzen Stars. Das tut halt einfach dem europäischen Fußball weh. Ne? Man will trotzdem noch Messi in der Messi ist ja schon okay, finde ich. Ein Cristiano Ronaldo ist okay, finde ich. Aber so ein Neymar, den willst du noch 3 Jahre in seiner so in der Champions League einfach sehen, den willst du da haben, so, das tut weh, halt so im Endeffekt. Ja, man sollte da einfach, glaube ich, mehr auf den Zustand an sich und auf die Leute, die da Geld ausgeben, sauer sein, als auf den Spieler. So, das ist so die Kernmessage, weil ich schon immer mal wieder gefragt werde, so, ich glaube, da liegt eher das Problem. Man sollte da eher vielleicht sauer auf die Saudis sein, so, dass die halt mit so unverschämten Summen locken können. Darauf sollte man sauer sein, dass ein Spieler das annimmt,
finde ich teilweise. Natürlich, dann, das kannst du keinem vorwerfen, finde ich. Natürlich auch nicht. Also kommt natürlich, wie gesagt, auch aufs Alter an und auf die Menge und so. Aber ich meine, klar, im Internet wird gehatet, egal was du machst. So, du kannst das machen, du machst es falsch, du kriegst für alles dein Fett weg, sag ich mal. Aber dass es ja, mit dem Geld überhaupt um sich geworfen werden darf, ich glaube, da liegt wirklich das Problem. Ich meine, wir in Europa hier Financial Fairplay und so weiter und so fort. Ist auch fake. Auch wenn das jetzt schon viel umspielt wird, da finde ich es trotzdem auch als Endkonsument einfach noch schön, dass es in der Bundesliga noch gewisse Regeln gibt, das in einer Art und Weise zu vermeiden. Ich meine, Hertha ist jetzt auch kein Glanzkandidat, was es angeht, aber da sieht man ja auch, die Fans, die wollen es nicht so. Aber ich kann es auch verstehen, weil Vereine müssen überleben. Und so ist es einfach. Schönes Beispiel, Zwickau, fast untergegangen, haben extrem viele Spenden gesammelt, die haben es abgelehnt, dass der Verein gekauft wird, haben es jetzt geschafft, durch richtig viele Spenden den Verein doch noch am Leben zu halten. Und es ist auch möglich einfach, finde ich. Das ist auch schön, das zu sehen, wollte ich schon mal gesagt haben. Ja, ist einfach nur die Frage auch, einfach, man muss, glaube ich, einfach mal den Spiegel rausholen, mal in den Spiegel gucken und das auf sein Leben klein machen und einfach mal sagen, okay, ich arbeite jetzt gerade hier. Und stell mal vor, ein Arbeitgeber kommt, der sagt, ey, du machst den Job, den du gerade hier machst, den machst du aus Saudi-Arabien, dafür bekommst du so und so viel mehr Geld. Dann gibt es wenig Leute, die ihren Standort nicht wechseln würden für viel, viel mehr Geldgehalt. Also so im Endeffekt. Ergibt auch einfach Sinn. Kann man machen. Natürlich tut es für uns weh im Endeffekt. Aber finde ich auch, wie Mocky sagt, kann man safe diesen Move machen, kann man niemanden vorwerfen. Also Sascha, wir wissen jetzt schon mal Bescheid, wenn der Saudi-Call bei dir kommt, dann kann es auch noch mal sein. Ich meine, jetzt hast du auch den Sieg im Olympiastadion mitgenommen, wenn wir irgendwas mit Schalke noch hinkriegen. Nur noch wirklich Schalke, da kannst du abdanken. Oder wenn ich am Samstag noch gegen Schalke gewinne, dann kann ich einen Haken dahinter machen. Da habe ich alles geschafft, alles erreicht, dann kann ich gehen. Dann kann das Telefon auch klingeln und sagst deinem Berater Bescheid, ey, wir können jetzt auch die Calls in Richtung Al-Ittihad machen. Ja, mein Vertrag läuft dieses Jahr aus in Wiesbaden. Ich habe auch gesagt, so, ich habe keinerlei Gründe, irgendwas anderes zu überlegen. Aber bei so Sachen, wie gesagt, im Fußball sage ich sowieso niemals nie. Ich war auch schon bei einem Verein, wo ich dasselbe schon mal vorhatte, die mich dann weggeschickt haben. Da steckst du halt auch nicht drin. So. Das ist auch so eine Sache, wo oft der Spieler dann gehatet wird. Aber ja, manchmal ist einfach der Verein schuld. Beliebtes Beispiel, was jetzt in der Vergangenheit war mit Hollerbach. Das habt ihr auch mitbekommen, ne? Der dann zu Union gegangen ist, wo es einen riesen Hickhack mit Köln gab und eigentlich schon dazu gesagt, dann noch zu Union. Da wurde ja auch komplett auf den Spieler eingeschossen und die Vereine wurden da auch komplett rausgelassen. Es kann ja auch einfach sein, dass der eine Verein auf einmal weniger zahlen wollte, der andere Verein wollte vielleicht mehr Geld haben, der andere Verein hat auf einmal Nein gesagt. Das sind ja alles so Sachen, die interessieren dann natürlich da draußen keinen, weil auf den Spieler drauf zu pfeffern ist einfach das Einfachste. So, der kann sich kaum wehren. Da steckt keine Strahlkraft dahinter so wirklich. Ja. Das ist es. Einfachste und auf den Zug springen dann auch alle auf, dann geht's viral, dann hat jeder seine Story da. Das geht immer im Fußball relativ schnell. Das ist immer, ich mahne immer so ein bisschen ab und zu ein bisschen differenzierter Sachen anzuschauen, so ein bisschen zu hinterfragen, ob es vielleicht auch andere Einflussfaktoren gab. Ich weiß, dass das nicht unbedingt umsetzbar ist und bei unserer heutigen schnelllebigen Zeit bei Social Media ist es auch nicht immer möglich. So, das geht einfach schnell. Aber ich würde es mir wünschen, wenn es ab und zu mal ein bisschen mit mehr Gedanken. Sascha, du hast uns auf jeden Fall mit deinem Besuch extrem bereichert. Hat sehr Spaß gemacht mit dir über die aktuelle Saison, über Wien Wiesbaden, ein bisschen Einblick auch darüber zu bekommen, was bei euch so in der Kabine und so weiter abgeht. Ich freue mich extrem auf das Rückspiel bei euch in Wiesbaden, da werde ich auch da sein. Da nehme ich dann auch dein Trikot mit. Diesmal war ich wirklich salty, da konnte ich nirgendwo hin, Alter. Wenn du da jetzt noch gestanden hättest und so mit Daumen hoch und so weiter, dann hätte ich dich auch hinterfragt als Fan. Ja, wirklich, ich war so, Buddha, jetzt verlieren wir noch gegen Wiesbaden, Digga, jetzt, was ist hier los, so Schockzustand. Aber ich sag dir ehrlich, seit Greuther Fürth, ich bin schon ein bisschen entspannter wieder, weil da lief der Ball jetzt auch mal ordentlich. Gegen euch lief der Ball ja schon besser. Ich fand jetzt auch, ne, gegen euch war das schon, wie du sagst, es war kein, ihr habt jetzt nicht klar weniger Ballbesitz gehabt. Wir hatten euch ein bisschen mehr Ballbesitz, 60 zu 40 oder 55 zu 45 oder so. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir hatten auch unsere Chancen. Wir hatten den Lattentreffer von Hardys. Wir hatten dies und also es war ein Hin und Her. Und ja, dann es war trotzdem eine Niederlage am Ende. Und dann geht halt bei denen dieser Pfosten-Pfosten-Treffer rein. Also, Digga, ich stand ja im Bierkönig. Ich war auf Malle gerade und hab mir dieses Ding auf dem Screen angeguckt. Und neben mir war einer, der hat mich nicht aufgehört voll zu labern, wirklich.
Und ich denke mir nur, Digga, lass bitte dieses Spiel gucken. Und dann fällt dieses Tor. Ich war kurz davor, wirklich einfach für den Rest des Abends ins Hotel zu gehen. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Ja, daran, dass du es nicht gemacht hast, zeigt, dass du kein echter Herr Tana bist. In dem Sinne. Sascha, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Wirklich so viel Erfolg nächste Woche gegen Schalke. Ja, wir drücken euch so die Daumen, Alter. Wir stehen hinter euch. Schub sie ins Loch. War, wo, wie, Wiesbaden, irgendwie so. Wehen. Wiesbaden. Wehen. Wiesbaden. Wunderbar.